Willkommen zurück bei Pandora's Tower. Hier haben wir uns das letzte Mal gesehen und ja, ich weiß immer noch nicht, wozu ich dieses Teil hier benötige. Scheinbar hier für gar nichts. Na gut. Eventuell brauchen wir es ja später noch, also nehme ich es mal mit. Was? Warum geht sie jetzt nicht höher, bitte? Ach so, Moment. Ich sehe gerade etwas. Lass es. Nimm das Teil. Aha, nein. Da oben. Ach, Menno. Jetzt habe ich es gerade gecheckt. Und zwar brauchen wir das Teil doch. Und zwar für... jetzt müssen wir hier oben hin. Wir haben es aber jetzt gar nicht geklickt. So, nehmen wir das Teil. Und dann hier hin, bitte. Okay, und jetzt schnell. Kette, schnell. Kette. Ah, so. Und jetzt nochmal eine Leiter. Gut. Trifft doch. Jawohl. Okay, nun. Wo müssen wir jetzt hin? Was ist jetzt geschehen? Okay, das habe ich jetzt gerade gar nicht geblieben. Und diese Kameraperspektive gefällt mir auch so überhaupt nicht. Also sorry, aber mit dieser Kameraperspektive kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Und sie... Jawohl, 6 Leert. Kristallerz. Lass mal liegen. Und was haben wir hier? Medizin. Medizin brauchen wir auf jeden Fall. Kupfermünze nehmen wir auch mit. Und Medizin, ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass wir dafür ein weiteres Bestienfleisch raus tun. Das bringt zwar Geld. Aber ja... Sie kann es gerade aus irgendwelchen Gründen nicht essen. Was? Wo sind die hin, bitte? Ja, ich hoffe, ihr klärt mich auf, wo das Zeug denn jetzt hin ist. Okay. Hier ist die Mastertür. Es scheint, aber eine Kette fehlt uns ja noch. Das heißt, hier kommen wir jetzt nicht wirklich weiter. Sehr Schlamm. Oder? Okay. Gucken wir mal, wo führt denn diese Kette hin? Hier nach unten. Ist einfach mal los. Aha. Also die schlauer bin ich ja jetzt nicht wirklich. Wo zum Henker? Okay, hier ist sie. Leute, ich weiß, ich bin jetzt aber nach unten, weil ich keine Ahnung habe. Ach so, Moment. Hier sind wir noch gar nicht durch. Stimmt ja. Gut, das wird das Rätsels Lösung sein. Da werden wir wahrscheinlich zur Kette hinkommen. Also, was befindet sich hinter dieser Tür? Meilenstein erreicht, ja. Hier muss es irgendeine Möglichkeit geben. Und ich sehe auch schon, hier ist die Kette. Das wird die Lösung sein. So, hier... Jetzt ist die Frage, wohin jetzt? Hier einfach nach unten? Lass mich... Okay, ich gehe jetzt einfach nach unten. Gut, hat gepasst. Und, oh, da kann ich aber mit einer Abkürzung wieder hingehen. Och, die gehen ja süß einfach tot. Und jetzt, du. Ups, nee, jetzt habe ich das jetzt Zeit zertrümmert. Ja, wie? Jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder was? Ist einmal richtig bescheuert. Aber gut, hier haben wir noch eins. Ich schieb's einfach mal hier hin. Und dann werfen wir das da auch, weil da hinten gibt's scheinbar nichts. Und wenn ich wieder frage, wie ich weiterkommen soll, aber gut. Komm mal her, du. Also langsamer geht's jetzt echt nicht mehr, oder? Ja, so kommt sie wenigstens so schneller hierher. Wenn ich da weitergekommen wäre, dann wäre ich ja nach unten geflogen. So. Kann ich mich da hochketten und wieder hochkommen. Hier ist, wie gesagt, nichts. Dann gehen wir doch hier einfach rein, wo die Kette reinführt. Interessanter Ort, finde ich schon. Hier ist nichts, aber hier sind eine Menge Flatterviecher. Also, du, runter. Was? Kettenwurf zielen. Kettenangriff verstärkt, LP verstärkt. Okay. Gut. Finde ich super. So, ich zertrümmer das Viech jetzt einfach, weil, ja, es kommt irgendwie nichts wirklich raus. Au!
Ja. Du, du weg und jetzt nur noch du. Sie. Seltsame Körner. Kupfermünzen nehmen wir. Kupfermünzen nehmen wir auch. Was? Ich dachte, zwei Kupfermünzen. Nein, scheinbar nicht. Boah, ich habe ja wenig leer, ey. Verdammt. Okay, es sind ja überall nur Körner und ich weiß nicht, was das für. Aber das sind Kupfermünzen. Ich weiß nicht, was das für Körner sind, aber gut. Okay, da unten ist die Kette. Aber hier geht's auch nach unten. Jetzt weiß ich gar nicht, welchen Weg ich gehen soll. Metallstück, ich habe keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach hier liegen. Ich denke, wenn ich irgendwas brauche, kann ich es mir auch so holen. Ach komm. Hm? Was hat das denn jetzt? Der hat ja voll verschielt. Mama mia. Okay, und jetzt den hier. Und sie, komm. Nein, sie ist verbunden. Shit. Und sie. Sekret. Ich weiß es nicht. Okay, das war Geld. Und das auch Geld. Super. Und dann gucken wir doch mal, was finden wir hier unten denn. Geht's hier weiter oder nicht? Nee, hier gibt's nur ein einziges Item, nämlich ein Kristallerz. Okay, da, das brauchen wir nur Waffen zu schmieden. Ich glaube, ich werde es jetzt trotzdem einfach mal aufnehmen oder was anderes wegschmeißen. Vielleicht brauche ich es ja für. Ja, ich habe schon 5 Stück, aber was darf man denn weg? Ich werfe nur diese Körner weg. Ich habe keine Ahnung, was diese Körner bedeuten sollen. Okay, gut. Und oh, ich sehe, Helena geht schon wieder schlecht, aber ich kann echt nichts machen. Ich meine, ich wollte das letzte Mal mehr geben, da hieß es, sie muss jetzt kein Fleisch essen. Aus muss wurde ein darf nicht, was ich relativ blöd fand. Ah, wir sind ja nicht hier. Elysion, dieser Rätselaufsatz an Gegenstand führt dich an andere Orte. Lässt er uns zum Observatorium zurückkehren. Wow, okay. Das könnte man vielleicht doch zu unserem Vorteil nutzen. Ich tue erneut eines dieser Körner weg, weil ich blicke eh nicht, was wo die gut sein sollen. Und ja. Ich nehme an, wenn ich das hier gemacht habe, werde ich tatsächlich zurückkehren, bevor es sich zu dem Dämon verwandelt. Und werde dann einfach aufsuchen zur Mastertür zurückkehren. Wir wissen ja, wo diese Mastertür sich befindet. Sollte irgendein neuer Dialog mit Helena kommen, werde ich dir natürlich auch zeigen, das ist ganz klar. Aber gut, hier drin befindet sich dann die zweite Kette. Und dann können wir ja nicht zur Mastertür. Oh, etwas anderes auch noch. Wächterstein. Dieser Stein strotzt vor unbesagbarer Macht und strahlt den Willen. Dann kann man... Nee, man kann sie nicht mit dem ausrüsten. Ja, Korn weg. Und zertrümmer es! Und damit haben wir die Mastertür geöffnet. Die war aber relativ weit weg sogar, glaube ich. Es gibt so leicht was gar nicht dahin zu kommen. Okay, dann werden wir jetzt dieses neue Item, was wir gekriegt haben, ausprobieren. Hätte ruhig früher kommen können. Was? Warum kann ich das jetzt nicht verwenden, bitte? Also manchmal ist, regt dieses Spiel ein bisschen damit auf, dass es sehr viel Willkür hat. Es ist genau das gleiche wie, wenn ich speichern darf und wenn nicht, darf ich... Okay, ich darf schon nur bei Meilensteinen speichern und wenden. Warum darf ich das bitte nicht einsetzen? Warum? Okay, jetzt geht's. Wahrscheinlich einfach nur, weil ich in dem Raum war, wo ich es nicht darf. Observatorium. Ich möchte einfach, wenn sie zu einem Monster wird, weil ich möchte hier das bestmögliche Ending. Und ja, da darf sie sich nicht zu schlecht verwandeln. Weil ich mich gerade frage, habe ich überhaupt Fleisch? Also wenn nicht, dann bin ich aber sauer. Ah, da oben ist sie. Gut. Hi. Here's that thing you asked me to translate. I hope there's something useful in there. Aha. Super. Die Schicksalskette, Bedeutung der Kette. Die Kette wiederherstellen. Magda told me that the Oraculous chain is not yet at its peak. It used to be even more powerful, it seems. Still, it's doing a good job of protecting you, Aaron. So I'm very grateful for it. Mhm. Gut, müssen wir jetzt Fleisch suchen. Habe ich jetzt echt keins mehr. Dürres Fleisch. Okay, es bringt nur ein bisschen was. Shit. Na gut, ist besser als nichts.
Ja. Reden. Sagt die Gäste, schläft jetzt tief und fest. Dann schlafe ich auch mal, bis sie aufwacht. Aber das ist. Das finde ich leicht blöd. Okay, ich bin wieder voll, das ist gut für den Endkampf, aber kann ich sie jetzt wirklich nicht mehr aufhalten? Oh, sorry. Geht das wirklich nicht mehr? It seems the Vestra used to be revered throughout Illyria for their mysterious powers. I wonder what happened to reduce them to living like this. Bitte lass sie Fleisch essen, bitte. Warum nicht? Das ist doch blöd. Also nee, da muss ich jetzt echt heftige Kritik an diesem Spiel äußern. Wenn man schon dieses, finde ich, nicht nette Zeitsystem hat. Also ich finde Spiele auf Zeit sind wirklich nicht nett. Dann könnte man doch wenigstens erlauben, dass man einfach so viel Fleisch gibt, wie man gerade Bock zu hat. Und nicht, dass man sich da irgendwie verbiegen muss und ja, was weiß ich nicht machen muss. Ich meine, guck mal Leute, jetzt gehe ich rein. Und jetzt nimmt dieses Ding schon wieder ab und ich bin mir sicher, das wird ein Rot sein, sobald ich hier mit dem Endboss fertig bin. Das ist einfach unnötig, finde ich. Also gut, Leute. Wir sehen uns dann wieder. Wenn ich beim... Ja. Wenn ich dann bei der Mastertür bin. Ich mache dann hier ein Business. Also bis dann.